Eine Wohn- und Geschäftsstraße in Marl. Geld abholen, einkaufen, alles ganz unverdächtig. Und doch war hier jahrelang ein echter Drogenumschlagplatz, Rauschgiftversand per Post. Er hat dafür gesorgt. Mit seinen Komplizen betrieb der 28-Jährige einen florierenden Drogenhandel. Bestellt wurde einfach im Internet. Die Angeklagten haben in dem sogenannten Darknet, das ist ein besonderer Bereich des Internets, der nicht ganz frei zugänglich ist, Drogen angeboten, die dann von Kunden bestellt wurden. Die Auslieferung erfolgte dann über den Paketdienstleister DHL. An der Packstation waren die Drogenhändler Dauergäste. Ihre Pakete gingen quer durch Deutschland. Gesamtumsatz in gut 2 Jahren mehrere hunderttausend Euro. Drogen bestellen im Internet. Wie kann das einfach so funktionieren? Wir machen den Versuch. Bei Google finden wir sofort regelrechte Anleitungen, die erklären, wie es geht. Und auch ein Video bei YouTube hilft weiter. Und schon bald landen wir bei einem echten Drogenversand. Was den Laien erschreckt, ist für Internet-Experten wie hier bei der Bochumer Firma G-Data keine Überraschung. Generell können Sie im Internet in Untergrundforen jegliche Formen krimineller Dienstleistungen oder auch Artikel können Sie dort kaufen, also Produkte. Sei es jetzt Drogen, sei es jetzt Schadsoftware, sei es jetzt auch Angriffe auf Unternehmen. Sie haben dort in der geschlossenen Community sozusagen die Möglichkeit, alle Formen von kriminellen Produkten dort zu erwerben. Doch wieso lässt die Polizei das einfach zu? Kann sie kriminelle Seiten nicht lahmlegen oder abschalten lassen? Für den Experten eine naive Vorstellung, denn das Internet ist international. Das macht es natürlich Ermittlungsbehörden immens schwer, gegen diese Kriminellen vorzugehen. Denn die eigentliche Infrastruktur, die man lahmlegen möchte, die befindet sich gar nicht in Deutschland. Die kann in den USA sich befinden, die kann sich in Russland befinden. Ist die Polizei also machtlos gegen kriminelle Datenströme? Zumindest tut sie ihr Bestes, verspricht das Landeskriminalamt. Immer da, wo Straftatbestände verwirklicht werden, wo strafbare Dinge geschehen, wo Dinge angeboten werden, die illegal sind und die Polizei bekommt Kenntnis davon, dann werden wir natürlich gemäß unseres Auftrages handeln. Bei seiner Bande haben sie durchgegriffen, allerdings nicht nach Recherchen im Internet. Eine Freundin hat die Online-Händler verraten. Der Drogenboss muss jetzt für 8 Jahre und 10 Monate in Haft.